Ohne Stimme. Martin Niemöller ist in 1892 in Lippstadt, Deutschland geboren. Er diente in die Kriegsmarine von 1910 bis die Ende der Ersten Weltkrieg. In 1918 Martin hat sein eigenes U-Boot befehligen. Deutschland halte ihn als die erfolgreichste U-Boot-Kapitän und Kriegsheld. Er hätte die höchste Auszeichnung Deutschlands, das Eisenkreuz, verleihen. Er anfängt mit seinem theologischen Studium nach der Gründung des Weimarer Republiks. In Berlin er ist ein Protestant-Pastor geworden. Martin war ein Nationalist Conservative. Anfangs er hat Hitler und die Nazi-Partei unterstützen. Er predigt antisemitische Rhetorik bis so spät als 1935. Niemöller protestiert die religiöse Einmischung des Nazi-Parteis in der protestantische Kirche. Er hat sich gegen die Verfolgung der Juden, wen hat zum Christentum bekehren, ausgesprochen. In 1937 er war verhaftet, weil er hat sich gegen die Politik des Hitlers und die Nazi-Parteis ausgesprochen. Er war in die Sachsenhausen-Konzentrationslager für Wiedervererziehung entsperren und war später nach Dachau umziehen. Er war zum Tode nach dem 20. Juli Attentat gegen Hitler verurteilt. Er war bei die Alliierten retten. Kurz vorher sein Exekution konnte geschehen. In den Nachkriegsjahren er ist Atomwaffengegner und schließlich Pazifist geworden. Pastor Martin Niemöller ist berühmt als der Autor des famous Gedicht „Erst sie kamen“. Erst nach die Nazis kommen für die Kommunisten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Juden einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jud. Als sie die Gewerkschaft erhalten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Katholiken halten, habe ich geschwiegen. Ich war Protestant. Als sie mich halten, gab es keiner mehr. Der Protestieren konnte.